Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Random C. Gamescom Tag 2 ist im Start. Ich bin jetzt knapp vor der S-Bahn-Station und ich habe sehr entspannt gefrühstückt, so ein Fertiggericht. Geduscht, alles ready gemacht und es ist jetzt etwa 11 Uhr und ich bin auf dem Weg zur Messe. Alter, gestern glaube ich 24.000 Schritte gemacht. Junge, das war komplett übertrieben. Und heute 32 Grad in Köln, aber ich glaube heute wird es nochmal richtig krass werden. Viele sind am Start scheinbar. Bin gespannt, wie es wird. Was sagst du? Brutal. Also ich schaue jetzt nicht so aktiv seine Videos, aber ultra nett, Alter. Holy shit. Ja, ja. Okay Leute, wir sind hier jetzt gerade in der Schlange für David scheinbar. Vorne ist die Hügelstange, haben wir uns jetzt einfach mal angestellt. Der Bruder hat ja gesagt, dass hier das Ende der Hügelstange ist und hier die David-Stange beginnt. Einfach mal just for fun. Jo Leute, wir sind jetzt hier draußen bei 9.11 bei der Gamescom und ich habe jetzt hier ein paar Zuschauer getroffen. Genau, ja, mein Name. Yo. Wir sind jetzt hier im Außenbereich bei Halle 9.1F. Hier ist mein Name. Laurio. Digga, die Security hat heute übel Stress gemacht, weil wir da so eine Spezi-Dose stehen hatten. Und hinter mir ist Fnastic gerade. Hinter mir ist Fnastic gerade. Die Security hat heute übel den Stress. Ne, wobei wurde das schon im Vlog gesagt. Jedenfalls hat die Security heute übel Stress gemacht. Ja. Wir hatten da eine Spezi-Dose stehen und wir wurden angemalt. Und das da hinter mir, das ist Fnastic. Ja, das ist Vincent. Yes. Schreib 2019 in die Kommentare, falls du den ursprünglichen Vlog kennst. Ja, Leute, wir sind hier mit dem 90 waren Lucky 2. Der kennt mich sogar noch seit Red Talk LP Zeiten hier so. Kurze Info, Lucky 2 wollte dann doch nicht mehr im Vlog zu sehen sein, deswegen das Blurring. Erzähl mal ganz kurz, wie du mich vielleicht so kennengelernt hast oder wie du auf mich gestoßen bist, sag ich mal. Ich hab damals die Dummer Bockblind Videos geguckt, dieses von der Direct. Ja, und eigentlich, ich glaube, alle, die ihn kennen, sind durch die Direct auf ihn gestoßen. Ja, sehr viele. Ich hatte ihn vorher irgendwie den Namen Red Talk LP hatte ich gehört, aber da hieß er ja schon Ready. Und seit 2018 kennst du mich auch schon, ne? Ja. Ist auch schon brutal. 6 Jahre, Alter, brutal. Danach gab es einen cringing Crash eines IRL-Streams. Ja, IRL-Stream, bist auch kurz rein. Wer bist du? Ja, klar. Warte, kann ich sagen? Ja, ich bin der ReadyMC, ich mache auch YouTube-Videos so ein bisschen in der Gaming-Richtung. Was jetzt du? Nicht so Anime, ich glaube, ja. Du machst Animal Crossing, ja, ja. Ne? Ich mache dann eher so, ja, komplett Nintendo, so Mario Kart sehr viel, Mario Maker. Ja. Alles Mögliche, auch mal hier Gönnergy habe ich auch mal getestet und sowas. Gönnergy also, auch mal getestet, die wichtigen musst Dinge. Muss immer mit dabei sein. Bist ach, das ist Twitch hier, okay. Ja, ja. Yes, yo, wir sind hier auf der Gamescom. Ich wurde gerade hier aufgelesen von ReadyMC. Er hat mich um einen Freestyle gebeten, doch ich. Ihr wisst es, ich bin nicht der beste Freestyler, aber wir sind hier auf der Gamescom, weil ich nicht wegen dem Hate komme, sondern wegen den Games. Oh. Wir sind hier gerade in Halle 9 und eigentlich ist ja Nintendo hier. Eigentlich ist Nintendo hier, aber die haben sich halt dieses Jahr gedacht, nee, wir haben keine Spiele, deswegen sind wir bei PAX East und zeigen da Zelda, Echoes of Wisdom, aber hier auf der Gamescom haben wir leider keinen Space dafür. Absolut verständlich, Nintendo. Ja Leute, was geht? Ich bin mal wieder am Start. Nee. Digga, warum redest du, als wärst du so hyps-depressiv, Alter? So, meine lieben Freunde, Gamescom Tag 2 neigt sich dem Ende zu. Wir sind jetzt hier schon am Sitzen, weil wir einfach komplett am Arsch sind. Holy shit, Alter. Hätte ich ja nicht mit gerechnet, dass der Tag so krass wird. Der hat irgendwie erstmal ganz wild angefangen, irgendwie nicht so zufriedenstellend, sag ich mal. Aber jetzt gegen Ende habe ich dann auch noch einige von euch gesehen. Und nochmal Dankeschön an jeden, der mich angesprochen hat, Bilder gemacht hat und so weiter. Postet die übrigens alle auf Instagram. Es machen so viele Leute mit mir Bilder, aber gefühlt keine postet die auf Instagram. Markiert mich. Könnt ihr alles sehr gerne machen. Ich reposte alles. Ja, und so sieht jetzt noch die Crowd aus. Um 19:45 Uhr. Scheinbar ist der Ahmed Loco, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr den kennt. Aber es sind schon einige Leute am hinterhermarschieren, sag ich mal. Ja, aber wieder mal nur kleine Kiddies. So, meine lieben Freunde, und da ich euch nicht mit diesen 4 Minuten Content alleine lassen wollte, kommt jetzt noch Tag 3 der Gamescom, der letzte Tag. Kommt jetzt noch einfach dran ans Video. Tag 3 habe ich sowieso nicht so viel gefilmt, deswegen hat es sich angeboten. Und viel Spaß euch. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zum Gamescom Tag 3. Ich starte hier den Vlog von meiner Ferienwohnung hier in Köln. Achtet nicht auf mein Haar, die ist alle noch nicht gemacht. Ich wollte euch immer ein bisschen zeigen, wie es hier
sind. Ganz klein und ein bisschen mies, aber könnte ich euch immer so grundlegend ein bisschen zeigen. Hier kann man ein bisschen kochen. Hier ein paar Sachen von oben auf dem kleinen Tisch. Dieses Bett war komplett für den Arsch. Das hat unnormal Geräusch gemacht, so gequietscht, so mäßig. Da ist noch ein Fernseher, den ich nie benutzt habe. Das Bad ist Katastrophe, Digga. Katastrophe, guck mal, wie klein das ist. Ganz klein und hier auch beim Klo, Junge, du hast hier gar keinen Platz. Du hast gar keinen Platz, dich da irgendwie auszubreiten. Hier ist noch so ein kleiner Spiegel und hier kannst du irgendwie noch so Sachen auch bewahren. Ich bin auch todesmüde, man merkt es vielleicht an meiner Stimme. Todesmüde bin ich, aber heute ist der letzte Gamescom-Tag. Ich freue mich nochmal richtig. Ich muss bis 10 Uhr auschecken, wir haben irgendwie gerade 9.40 Uhr. Lass mich beeilen, jetzt glaube ich mal. Ja, meine lieben Friends, der letzte Gamescom-Tag ist am Start, wie vorher schon gesagt. Wir sind hier gerade unterwegs mit Luca und Cheese. Heißt der oder so? Ist von Lukas Community oder so, wir holen uns jetzt hier Wasser. Hello there. Ja, heute darf ich mal auch ohne Cap unterwegs. Hier so mit dem Style. Ein bisschen Abwechslung in die Bude reinbringen. Ich bin echt gespannt, was hier noch passiert ist. Ich bin auch ein bisschen spät hier leider. Zwei Cheesies habe ich mir gegönnt und jetzt übel durst, Mann. So, und hier haben wir schon wieder Tischtennis gespielt. Hier habe ich komplett verkackt. Ich glaube, mein Blick sagt hier alles. Und was da Luca gemacht hat, keine Ahnung. Hast du irgendwas Besonderes zu sagen für mein Video? Eingeweihte und Blut drin oder was kann man da erwarten jetzt? Was kann man hier jetzt erwarten? Ich mach's ein Foto für euch. Ah. Warte, wir müssen den Genau. Können wir ein Bild machen? Okay, meine lieben Freunde, wir sind hier hinter Halle 9, wieder bei 9.1 H oder whatever, wo wir hier sind. Und ich habe eine richtig geile Idee auf jeden Fall. Ich habe nämlich hier so eine kleine, kann man das fokussieren? Ah, so endlich. Ah, okay, so ein bisschen. Okay, fokussiert. Also ihr seht diese ganz kleine Ente, diese Pinkel, die habe ich von Art dem Clown bekommen. Habt ihr bestimmt auch vorhin im Vlog gesehen. Jetzt habe ich eine geile Idee gehabt. Der erste, also falls es so dazu kommt, man weiß es nicht. Aber der Erste, der mich so anspricht und sieht, bekommt das geschenkt. Okay, meine lieben Freunde, der Erste, der mich jetzt hier angesprochen hat, war Johnny. Und er kriegt jetzt hier diese kleine Ente überreicht. Hier sage ich, dass sie sehr viel wert ist und er sie versteigern kann. Da war er natürlich direkt bereit für und hat sie angenommen. Dann haben wir hier nochmal im Spezi-Stand so ein kleines Spielchen gespielt. Da musste man da quasi einfach nur alle gleichen Elemente übereinander aufreihen oder wie auch immer man das sagt. Und dann konnte man da eine Spezi gewinnen und die haben wir natürlich alle bekommen. Das Spiel ist unfassbar, Digga. Holy shit, Mann. Das Spiel heißt? Ja, keine Ahnung. Einfach reingeglitscht. Junge, das Budget von diesem Spiel war einfach so 2 Euro oder so. Ja, meine lieben Freunde, die Gamescom neigt sich langsam dem Ende zu. Auf jeden Fall, keine Ahnung, ist schon um die 17:45 oder so. Also ist eigentlich noch viel los, aber es ist trotzdem irgendwie schon so Finalstimmung, sag ich mal. Ja, meine lieben Freunde, und so endet die Gamescom mit dieser Mucke da im Hintergrund. Ja, es war eine arschgeile Zeit. Der Sonntag war jetzt wirklich so wie ein kompletter Abschluss, was wir beiden machen, keine Ahnung. Auf jeden Fall wirkt das wie ein kompletter Abschluss und ja, heute muss ich auch schon früh abreisen. Jetzt so 18.45 Uhr muss ich dann jetzt schon los. Danke an alle, die mich getroffen haben, mit mir geredet haben, dann auch noch ein Foto haben wollten. Und dann würden wir uns dann nächstes Jahr wiedersehen. Ich bin sehr gespannt. 2025 wird wild. Hoffentlich bringt Nintendo endlich die Switch 2 raus. Nächstes Jahr wird noch krass. Es war trotzdem eine heftige Gamescom. War trotzdem geil. Ja, hat immer Spaß gemacht. Dein Fazit? Okay. Chillig. Ja, Leute, und das war's jetzt hier von den Gamescom-Vlogs. Ich hoffe, die haben euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um hier nichts mehr zu verpassen. Und lasst einen Kommentar, wie ihr es fandet und teilt das Video auch sehr, sehr gerne. Nicht vergessen, es kommt noch eine Sonderepisode voraussichtlich online. Seid da auf jeden Fall gespannt. Ich danke an alle Member und klicke auf dieses Baba-Video hier. Du wirst es nicht bereuen.